Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir müssen jetzt nur noch vom Schiff flüchten, den Kapitän als optional töten. Das werden wir natürlich auch versuchen. Und dann, denke ich mal, können wir uns langsam zu den guten alten Charles Lee. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal an. So, in der letzten Folge wisst ihr, wir haben den Captain hier belauscht und müssen, glaube ich, wenn ich richtig Erinnerung habe, ja, klar, flüchten, Charles Lee töten. Das ist ein bisschen schlecht, der Typ guckt. Das war jetzt nicht so gewollt. Hoffentlich kann man ihn schnell erledigen, bevor irgendeiner was sieht. Super. So. Den schmeiße ich mal hier hin. Eigentlich wollte ich ihn... Naja. Naja, gekonnt ist gekonnt. Nämlich gar nicht. Ich glaube, hier verstecken wir uns mal. Rufen mal den guten Kollegen. So. Vielleicht reagiert da einer und ich hoffe, er reagiert auch der Richtige. Ja, das ist schlecht. Ja, samt Captain. Das ist schlecht. Aber es geht. Ah, geschafft. Hey. Normalerweise hören ja nie so weit die Wachen. Und jetzt auf einmal hört der Captain von 50 Kilometer Entfernung. Ist auch nicht schlecht. Ja, das heißt, fliehen müssen wir. Und ich springe einfach mal ins Wasser. So, alles erledigt. Und geschafft, hoffe ich. Nee. Naja, egal. Wenigstens eine optional. Oh, oh, okay. Ah, super. Dann versuchen wir mal mit der Schnellreise zu unserer nächsten Aufgabe. Mann, sieht die Karte voll aus. Naja. Die Nebenmission habe ich mal jetzt einfach mal gekonnt ignoriert. So ein paar habe ich ja... Wenigstens gezeigt. So, jetzt hier rein. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil eigentlich, klar, ist noch Charles übrig, dann müssten für Erste die Templer ja aufgehalten sein. Aber wie ihr wisst, wenn es ja bis Desmond, bis nach 2012 reinreicht, ja, dann hat es nie wirklich irgendeiner geschafft. Nur mal kurzzeitig die Templer aufgehalten. Schade. Dann wäre... einen guten Desmond so einiges einfach erspart geblieben. Ja, fertig. So. Obwohl, ich bin jetzt gespannt. Kann man hier die Schnellreise nochmal nutzen oder müssen wir hier... Ja, das ist doch super. Geht ein bisschen flotter. Ich denke mal, wir haben so gut... fast geschafft, komplett Assassin's Creed 3 dann durchzuspielen, also beziehungsweise nur die Kampagne. Und dann, denke ich mal, kümmere ich mich weiterhin um den ersten Teil. Denn schließlich ist das ja auch noch pausiert. Ich will eigentlich alle meine Projekte beenden. Ja, die Ladezeit. Aber stört mich gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang kam es mir richtig lang vor. Ich werde noch reißen. Ah, super. So, Hauptmission. Weiter. Jetzt müssen wir hier außen rum, oder wie jetzt? Oder können wir durch die Mitte? Upp. Eigentlich, meine ich, haben wir diesen Fort doch mal erobert. Ah, super, geht doch. Das war überhaupt keine Fort, war eine Stadtmauer. Da sieht man, wie lange ich nicht mal hier war. Boston, stimmt. Wir sind ja jetzt... Ach, klar. Wir müssen zum Green Dragon. Jetzt fällt es mir wieder ein. Green Dragon, die Bar oder auch ja, Pension, wo wir damals am Anfang mit Hazen waren. Man könnte es auch ein kleiner Hauptsitz der Templer nennen. Denn da haben sich eigentlich meist getroffen und da haben sich auch zusammengefunden. Und da wurde auch Charles Lee zum Templerorden, naja, hineingeführt. Akzeptiert. Naja.
Ist so lustig. Da, wo es begann, da wird es auch enden. Hoffen wir mal. Ah, cool. Der trägt gelb. Das finde ich cool. Also der Trommler. In den Haufen der Rebellen. Aber immer noch, die Stadt, überhaupt allgemein das Spiel gefällt mir sehr gut. Klar gab es so manche Probleme. Aber kein Spiel ist ja perfekt. Und die neue Frisur von Connor gefällt mir extremst. Vorsicht! Heiß und fettig! Pferd am Start. So, dann hier lang. Sind wir ja schon fast da. Zentralbezirk befreit. Das hört man ja gern. Ja, was laufst du mir auch vom Pferd, ey? Wollte schon sagen, vor der Karre. So. Vorsichtig sein, ich will ja jetzt keinen anrempeln, dann habe ich wieder Stress. Kann ich ja am wenigsten gebrauchen. So. Oh, 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 oh. Stand mal jetzt, warte mich. Einmal hier rum. So, dann gehen wir mal hier lang. Ja, ich reiß mich doch zusammen. Bin ja nur am Reiten. So, hier rüber. So, und dann sind wir jetzt da und ich denke mal, beginnen wir jetzt einfach mal mit der Mission. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Mann. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hört auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Lompier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Vielen Dank. Ja, rabiate Methoden, aber das muss sein. Sieh den Schatz. Hier ein Schatz? Ist oben ein Schatz? Ich höre einen Schatz. Also da kann ich nicht widerstehen. Ja, da oben ist was. Ja, nehmen wir mal mit. Steht da nicht umsonst da. Supi. Wieder ein bisschen Kohle. Davon habe ich auch zu wenig. Kann mich nicht erinnern, jemals in Assassin's Creed so viel Geld zu haben. Normalerweise habe ich immer für irgendwas ausgegeben, aber hier... Merke ich, brauchen wir es nicht. So, Pferdchen. Nimm mal dich. Muss ich mal schauen, in welcher Richtung das liegt. Irgendwo hier. Dann machen wir das. Also will er das Land verlassen. Wahrscheinlich mit einer Horde hier auftauchen. So stelle ich mir das jetzt vor. Ah, natürlich. Wieder hier total... Ach, das ist eine kleine Sackgasse. Ja, komm. Wow. So. Blöd, dass jetzt ein bisschen nebelig ist. Im Nebel habe ich eine schlechte Angewohnheit, mich fast nichts zu sehen. Warte. Jetzt geht mir das ein bisschen am Keks. Reicht das, wenn ich rüberschwimme einfach? Oder muss ich sogar rüberschwimmen? Hab. Hab. Ja. Schwimmen wir einfach mal. Denke, das geht ein bisschen schneller. Und dann gehe ich wieder hier hoch. Denn ich will mir die Gegend ein bisschen vom Weiten anschauen. Nicht direkt in Charles Lees Arme fallen. Ich sehe gerade, wir hätten uns vielleicht Pfeile kaufen sollen oder sowas. Verdammt, darauf habe ich jetzt nicht geachtet.
Habe ich eigentlich noch die Pistole? Ist da irgendwie Munition? Ja. So, Adlerauge von mir. Ja, klar. Und das goldene Ziel. Ja, wie war das nochmal? Adlerauge. So. Ja. Hatte ich zwar vorhin gedrückt, aber naja. So. Ich glaube, da hinten. Wusste ich's doch. Meldung aus Virginia. Die britische Navy wurde aus der Chesapeake Bay. Ah, wen haben wir denn da? Das ist herrlich. Blaufisch, Thunfisch, Erdbeeren, alles Fisch. Feigling. Oh, verdammt. Der spinnt doch. Passieren, ich bin ein bisschen vom Joypad abgerutscht. Leicht, das ist dann schlecht. Ach, komm. Aber da verfolgen jemanden anrempeln. Ja, ist mir schon klar. Ach, der ist ein bisschen schnell zu Fuß unterwegs, der gute Lee, der ist ja... So, was von schnell. Naja, nicht ganz geschafft, aber ist mir vollkommen egal. Lee, wir sind da. Naja, mein Freund. Nicht so schnell. Na super. Wie soll ich das jetzt machen? Ach so. Sag mal. Okay. Ah, oh, gut, gut. Aber es finde ich super, dass Lee ein bisschen auf uns wartet. Denn auskennen tue ich mich nicht so ganz. Ich glaube, da muss ich jetzt hier rüber. Dann hier rüber. Ach nee. Ach komm jetzt. Ja, jetzt wird's kritisch, komm. War richtig kritisch. Ach, sag mal. Naja, also irgendwie. Nee, irgendwie kann ich das gerade gar nicht. Sag mal. Also, nochmal ganz von vorn, Alpha. Ganz genau gucken. Ja, jetzt habe ich Pech. Ja. Hast du... Ja, okay. Hast du einmal verkackt? Ist klar. Dann brauchst du nicht weiterzulaufen auf gut Deutsch. Das ist jetzt verwirrend gerade für mich gewesen. Oh, verdammt. Ich hasse das. Ja, so weit. Natürlich. Wir sagten eigentlich, dass ich... das wieder schaffen will. Ganz ehrlich. Leiden, dieser Teufel! Anlegen! Ja... Super, Connor, du hättest das eigentlich besser schaffen können. Der jetzt auch so hochklettern musste, ne? Naja. Egal. Hoppala. Ich denke mal, das hätten wir vorhin vielleicht schaffen können. Ja, einen Unfall würde ich es jetzt nicht nennen, aber ist gut. Solly, bleib mal stehen! Also, ein bisschen wissen wir ja schon den Weg. Also hier rüber. Komm. Komm. Zack. Zack. Mach was. Ja, ja. Völlig wurscht. Komm. Und zack. 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 Ja, das... Das hast du... Oh, okay. Soll ich jetzt automatisch so runter... Slidet, wusste ich jetzt nicht. Cool. Ja. Beweg dich auch. Lass mich doch nicht dauernd drücken. Oh. Ach, komm. Ach. Ach, nee, jetzt. Ach. Diese super Steuerung mal wieder. Die super Steuerung. Nee, komm. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ah, Leute, das regt mich jetzt aber gar nicht auf. Ach, komm. Connor?
Also manchmal ist die Steuerung wirklich eigenwillig. Ja. Ja. Bist du mir ein Scherzkeks? Ach Gott. Ich versuch's gleich noch einmal. Scheiter ich dann wieder? Werde ich erstmal hier einen Cut setzen. Und dann da anfangen, wo das Feuer ist. Also. Ja, super. Toll. Fängt schon wieder gut an. Aber sowas nervt mich schon ein bisschen, weil so macht das dann wiederum keinen Spaß. Ah, ne. Und ich hatte gerade doch ein Thema, es gibt so Mission. Ups. Ach, komm. Ach, dass Connor natürlich nicht so laufen möchte, wie ich das haben will. Das ist so manchmal ärgerlich. Denn ich hatte vorhin, das ist ja das Geilste, ich hatte vorhin geradeaus gedrückt und er meint irgendwie dann nach rechts zu springen. Also, das nervt so ein bisschen. Aber gut, das ist das, das war schon immer so. Gab's ja immer irgendwelche Probleme mit der Steuerung, fand ich. So. So, Connor, mach mich jetzt bitte stolz. Und diesmal... Ach, Connor. Ach, nee. So. Komm, hoch. Abspringen direkt, das weiß ich auch. Rüber. Nicht seitlich, ich drück gerade. So. Lee, endlich geschnappt. Kreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du streckst dich, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Oh ja. Schlecht. Bisschen schwer verletzt, der gute Connor. Aber wenigstens haben wir beide Synchronisationen optionale da geschafft. Aber Leute, ich denke, ich werde hier einen Cut setzen. Und wir werden versuchen, als schwer verletzter Connor Lee noch zu jagen. Zum Glück ist ja Lee selber verletzt. Ja, und dann denke ich mal, geht's Richtung Endspurt. Also Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye.